herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Landwirtschaft zu Leider. Ich muss bitte achten und als du angesagt hast. Hallo? Als du angesagt hast, voll ist mein LS abgestellt. So, jetzt geht's wieder. Voll, heute genau. Wir das gleiche wie letzte Folge. Was euch zu tun. Ja, auch. Ihr könnt auch seinen Hunger füllen. Wenn er noch nicht voll ist. Ich weiß es leider nicht. Und die Lecks fangen schon wieder an, ne? Ja. Jetzt geht's wieder. So, ich nehme sie. Sag mal, willst du mich verarschen? Was? Was? Es leckt. Na. Bei dir, das ist ja bei mir. Ja, bei mir auch nicht mehr. Wie viel Prozent hast du denn schon voll? 61. Dann mach ich noch ganz voll. Dann mach ich ja gerade. Häckselgut wird hier nicht angenommen. Beschissen da. Ja, nur weil wir das Nasche dran haben. Nein, Balle, fall nicht runter. Komm, ich habe extra beide genommen. Oh. Echt? Das ist doch scheiße, ey. Hätten wir einen großen Häcksler, dann wären wir schon fertig. Ja, dann wäre aber auch das Silo ja voll. Ja. Kannst du einen vom großen Häcksler immer noch hinten ran einen Anhänger machen? Ja. Oh, cool. Aber das ist kacke, weil der Anhänger liegt dann voll nach unten. Und ich denke, dass wir auch ein bisschen Abwechslung gibt, werden wir auch noch den Zepter heute holen. Nachdem wir einmal noch hier die Falle reingemacht haben. Sehr schön, dass man befriedigt dann, wenn er voll ist. Die Silage da reinfüllen und beschwaben. Was? Ja, ich weiß es ja nicht. Willst du die Silage nachher reinfüllen in den Beschwaben? Nö. Und nachher brauchen wir wieder Heu. Hauptsächlich in Ladewagen, also nicht in Ballen. Ja, kann ich machen, wenn du häckselst. Ja, nee, ich geh jetzt gegen zu holen. Heu wird hier nicht angenommen. Ey. Kannst du das machen, aber bist du schon voll? Nee. Dann mach mal kurz voll erstmal. LOL. Ja, das ist... Bug. Bug. Nee, das ist einfach ein bisschen schwer. Ja, guckt, alles gut. Ja, tatsächlich, aber der mischt das richtig gut, ne? Ah, die Produktivität ist wieder auf 100%. Wovon wir am wenigsten haben, ist Stroh. Und ich denke, Stroh werden wir jetzt immer statt in die Mischration rein. Direkt abfüttern, also nicht füttern, streuen. Und wir brauchen bald mal Stroh, also den wir dann mit dem Ladewagen hochnehmen. Aber das Gemischte ist richtig eigentlich hier, das gibt richtig viel Produktivität, wenn du richtig viel mischt. 70% ist das, glaube ich, sogar schon. Wenn du nur mit Mischung hast, dann das. Ja. Nur Stroh zum Beispiel gibt schon 10%. Ja. Oh, wir haben hier noch ein Ding. Was? Ein Frontlader mit Palettengabel. Ja, wow. Können wir noch einen Kredit aufnehmen? Ne. Ja. 85 ist der. Ich denke schon, das ist ein Riesenzettel, also im Vergleich zum anderen. Wird dann alles viel schneller gehen, ich meine, jetzt hat mir diese Freude schon alleine leben. Ja.
mein Lambo wieder müssen. Und nicht gleich mein Case. Aber mein Lambo ist, glaube ich, kaum fertig, aber wenn man drin sitzt, die Scheibe ein bisschen. Bisschen. Bei mir ist es ein bisschen, bei dir ist es ein bisschen viel. Bei mir ist es ein bisschen viel. Ja, kann man so sagen, viel. So, jetzt ist er voll. Wie schnell die Zeit bei dir ist. Ja. Ich hab schon wieder von dir bekommen. Pari. Schon wieder ein kurzer Leck, aber. Ja, kurzer. Ich kann natürlich auch sein, dass es an meinem Internet liegt, was sowieso in letzter Zeit immer rumspannt. Ja, kann auch daran liegen. Das Zettel ist hier. Ja. Hast du voll? Ja. Die Lage und neu. Bei 3 Stellen ist es ja nicht. Heu, Stroh und die Lage, das gibt richtig viel. Nee, das ist nicht, das ist, kommt nicht drauf an. Das ist ja ein Balken bei beim Stroh, das ist ganz unten. Auch, also es gibt genau gleich viel. Ich werde mir jetzt erstmal die Gruppe anhängen hier. Dann das, was wir schon gewechselt haben, werde ich dann kubbern und da direkt mal sehen, damit wir Stroh kriegen. Ich glaube, ich kubber das selber. Darf ich hier ganz kurz durch? Ja, warte. Ja, kannst du. Oh, das war aber schon viel gehäckselt, habe ich das ja. Ah, ist auch viel. Ich gehe dann gleich zu sehen. Ich warte mal ein bisschen mit deinem Case rum. Ja, mach das, ganz weiter hexen. Jo. Wenn das ein anderer Kobalt hexen, ich ein bisschen. Nein, ich mach das Silo leer. Also ich mag auch den Case lieber als den hier im New Holland davon. New Holland. Der, da gibt es doch hier genau den gleichen New Holland von, wie Case. Der sieht genauso aus wie der Case. Nur andere Farbe. Ich mag den hier, weil, aber der hier hat mehr Leistung und alles. Ist ja auch klar, ist ein Case. Oder der Magnum hat viel, richtig viel PS. Ja, aber dafür kannst du. Ich gebe um! Dafür kannst du vorne nichts dranhängen. Ja. Weißt du, was unrealistisch ist beim MI-16? Was? Du würdest mit dem Rad immer eine Reihe mit rumdrücken. Ey Junge, ich krieg hier den nicht mehr hoch. Ja, du kannst mit dem Deutsch einmal reinfallen von der Zeit und dann kriegst du ihn wieder hoch. Ja, warte. Mit dem Deutsch? Ja. Okay. Fällst du einfach einmal von Richtung Seitendach da rein und also Richtung von Dach. Sonst geh du kurz weiter, als wenn ich mach das. Ja, mach das. Lol, ich hab ausgekippt. Lol. Warum hab ich ausgekippt? Oh, dumm. Ja, nee, es hat einfach ausgekippt. Ich hab Taste Q nicht berührt. Lol. Ich will euch auch mal, dass du den schon rangeladen. 3,
4. Ah, jetzt hast du noch eine drin sozusagen. Oder mal ein Bug war, wenn du bei LS13 hier Mais, Gras mit Maisgebiss gehäckselt hast. Ne, das ging ja auch noch. Ja, das war wirklich Kacke. Und es gab da ja auch schon ein Gebiss, normales Gebiss für. Aber das habe ich nie so gemacht. Ich habe wenn schon nur hier. Ja. Ja, das gibt's hier auch. Für Gras. Ja. Ey, ohne Witz, ich krieg den auch nicht mehr hoch. Ja, deswegen. Er ist einfach zu leicht. Vielleicht müssen wir da mal. Wie lange nehmen wir gerade auf? 9 Minuten. Warum? Ich frage mal. Muss ich schon wieder auf? Nein! Aber ich glaube in der 10. Folge. In der 8. Folge. Ne, deswegen ja, in der 10. Folge. So, ich bin gleich voll. Okay, jetzt habe ich schon aufs Dach gekippt. Und jetzt komme ich mit dem Dreutz auch nicht mehr weg. Oh, Junge. So, ich bin jetzt bei 97. 98. Wow, oder wenn ich essen gehe, dann kannst du das ja reinstellen, die erste. Ich habe beide frei wieder. Gut. Ich stopp mal den Lambo, weil sonst kuppert der uns noch das Mais weg. Ja, macht er. Stell den irgendwo hin. Wir müssen dann hier das noch lernen. Du machst ja das, was du sagst. Und ich gehe jetzt mit dem Lambo die Sägemaschine holen. Die da so abgefahren scheiße steht. Was? Die Sägemaschine. Soll ich? Nee, waschen tue ich den noch nicht. Ist ja nicht so dreckig. Ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, wie dreckig er ist. Ich weiß auch nicht, wie viel PS er hat. Ja. Kennst du noch irgendwie die zweite Folge? Hast du den gefragt? Was? Es kommt nicht darauf an, wie der Motorsound ist, sondern wie er irgendwie. Ja, das hatte ich das ja. Das war da, wo der Case will und wo wir so ein Case gemacht. Oh, Alter, ja. Was gibt mehr Stroh? Weizen oder Kerze? Weizen, oder? Ja, Weizen. Raps auf gar keinen Fall. Ja, Raps gibt gar keinen Stroh. Ja, deswegen, ja. Ist aber in Real Life auch anders. Real Life kann man's machen. Aber das Geld, das essen die Kühe meistens nicht und Pferde. Das ist wenn schon nur für Einstreu. Also. Ich sag's mal so, ich lebe auf einem Bauernhof. Ja. Wir haben Wasserpumpen zu Hause. Ja. Und die bekommen das manchmal. Und die fressen das. Also ich wasch dann Case mal, weil ich hab grad nichts zu tun. Ja. Und die fressen das aus ihren Betten. Also aus was? Die essen das auch noch? Ja. Also es gibt ja welche nur Rapsöl, man dafür brauchen. Kennst du das hier, wenn du Raps hast, meistens, das gibt es hier bei uns, ja, dann hier Rapsöl, dass da auch die Stiele meistens mitverarbeitet werden. Da, wenn du ein nicht gutes geprüftes hier im Raps hast. Kann sein, ne? Ja, da haben die das. Hier, da hat nämlich heute jemand in der Zeitung stand das mal, dass hier
dass einer eine Flasche hier im Rapsöl gehabt hat und dann in seine Pfanne getan hat, da hat er zwei Stiele gefunden. Gut. Ja, das war jetzt lol. Achtung, ich fahre durch. Mit deinem Case. Ja. Um schön Gülle zu fahren, wa? Jo. Meinst du, ich nehme dafür meinen Lambo? Was? Meinst du, ich nehme dafür meinen Lambo? Ja. Nee, das ist sehen. Ey, welche sagen, ja, Gülle bringt mehr hier als Düngerstreuer. Habe ich gesagt, ja, ja, habe ich auch gesagt. Ja, stimmt ja auch, hat mehr Vitamine. Das stimmt nicht. Ja, weil hier die eine hat... Also in LS stimmt das nicht, so, es geht ja. Nicht mehr. Aber in... Ja, ist so. Ja. Wir haben 14 Minuten, wir machen 21 Minuten Folge, glaube ich. Ja. Und ich habe nicht alles gefüllt. So, ich bin jetzt fertig, das Ding ist frei. Ist es leer? Boah, nice. Ist es eine Direkteinsatzmaschine, die wir die hier haben? Weißt du das? Na. So, das Ilo ist leer. Trecker bringe ich wieder an die Seite. Und der Trecker mit der Palettengabel steht ja richtig gut, ne? Wirklich richtig gut. Ich weiß nicht, wo der steht. Wo steht der? Er steigt mal in den ganz kleinen Hörland. Ne, ich bin gerade am Gehör. Er steht mitten auf der Straße. Ach so, ja, ich habe ja hier Dings gebracht. Ball. Ja, und dann lässt du den mitten auf der Straße stehen. Ja. Beschissen. Ich denke, wir müssen auch einmal, wenn wir hier leeren müssen, muss dann einer einfach immer in der im Güllefass drin sein und das angelassen haben. Weil wenn das 100% ist, so, ich meine, du weißt, wie ich meine. Ja. Einer sitzt drin, streut Gülle auf den Hof, frei aus. Und es füllt es direkt gleichzeitig auf, weil voll darf es ja nicht sein müssen. Das stört die Produktivität. Ja. Oh, Gülle fast ist leer. Kann nicht ausgekippt werden. Was? Kann nicht ausgekippt werden. Warum nicht? Vielleicht kommt es auf wegen falscher Seite. Ach so, du musst ganz hinten. Du musst hinten gehen. Da ist die Lasche. Ach, ganz hinten? Ja, ganz hinten ist die Lasche. Achso. So, meine Stimme. Aber wir brauchen jetzt erstmal die Bühne noch. Ne, macht er auch nicht. Da hinten wird es. Ganz, ganz hinten habe ich. Ja. Raus. Ja, maximale Fassungsvermögen ist erreicht, schon klar. Du hast ja was vergessen zu güllen, ne? Ja, ich weiß, es ist schon fertig, aber das Ding war ja auch voll leer. Soll ich noch weiter güllen, oder? Kannst du machen, ja. So, fahren wir einfach da weg mit dem. Machen wir nachher die Zeit mal ein bisschen höher. Seht ihr, wenn wir liegen. Ich guck mal nach neuen Missionen, weil irgendwie haben gerade nichts zu tun. Ja. Keine laufende Mission, keine laufende Mission. Okay. Ah, doch, natürlich haben wir was zu tun, wir müssen reden. Genau. Aber das Beste, was sie ja jetzt gemacht haben, wie das Gülle sich ausstreut. Ja, allgemein die Animation auch beim Kobern zum Beispiel. Ja, ja, das ist richtig gut gemacht. Und beim Maishäckseln, das gab es eigentlich früher nur bei Mods. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass die das von Mods genommen haben. Ja, haben die sicher auch. Oder hier, zum Beispiel, kennst du Mod-Haus da? Ja, klar. Die meinst du, wo ich meine Mods downloade?
Ja, die Clown hier, die Clown ja von Alice Mods Network hier im Mods, ne? Was soll die machen? Die Clown von Alice hier im Mods Network, Mods. Wirklich jetzt? Ja. Nee, hier zum Beispiel von 2013, Großgartenstadt. Hier hat Alice Mods Network zuerst. Und da haben sie das geklaut und haben das auch hier bei ihnen sich ausgestellt. Ja, das, aber du musst auch denken, Mod-Hoster, da wird Sachen hochgeladen. Da kann auch ein anderer die Map gedownloadet haben und dann bei Mod-Hoster hochgeladen haben. Ich hab mich auch raus. Bup. Gerste geht ganz nach oben. Wow, Gerste ist schon. Gerste haben wir schon weggebracht. Palettengabel. Gewicht steht beim Hof und der Dolch. Da gehe ich mal rein. Dip. Dip, dip. Der Dolch steht beim Hof. Was? Ein Villa-Reparaturservice benötigt dringend Fahrzeugersatzteile. Und sie sind der einzige Person, die in der Nähe die aushelfen kann. Verbleibende Zeit 10 Minuten, von leider mit Palettengabel. Belohnung 4300 ist kacke. Die und ein Mobilrate und das soll sie selber gucken, wie sie an die Ersatzteile kommt. Du kannst gleich mit deinem Case hier setzen oder so kommen. Wie lange nennen wir das? Ja. Oh. Jetzt sind genau 20 Minuten. Ja, dann verabschieden wir uns so, oder? Ja, ich renn zu meinem Lambo. Dann sage ich jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächste Folge werden wir endlich mal wieder mähen. Ja. Wie vor zwei Folgen schon. Und ja, wie gesagt. Dann Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.